Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Paper Mario und die Legende vom Ionentor. Was erwartet uns? Wir haben erfahren, dass wir hier auch die Stats sehen. Ich glaube, die habe ich noch nicht gezeigt. Aber auch mal für euch interessant zu sehen, dass ich wieder mal... Ja gut, ich überdecke jetzt gerade das Münzzeichen. Ich wollte das gerade mit der Maus zeigen. Das funktioniert nicht. aber ich kann es mit dem... Aber der springt, kriegt noch da? Okay. Ich kann es mit dem Zeiger zeigen. Hier ist ein Münzzeichen. Hier haben wir Sternsplitter, Sternpunkte und die Insignien. Jetzt ist aber die Frage, war das schon vorher? Und 3 erhöhen den Level meiner Kumpanen, habe ich doch gerade vernommen. Und ich denke mal, dafür müssen wir hier rein, weil das würde passen, das Insignienzeichen ist oben. Und wer bist du? Sei willkommen in meinem Haus des großen Zauberers Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Die Angriffskraft des Betroffenen erhöht sich und er lernt eine neue Technik. Also, Wissensrang möchtest du erhöhen? Ich würde sagen, Kopio. Soll der Rang von Kopio für 3 Insignien erhöht werden? Ja. Rangus Aufus. Aufus. Interessant. Das Haus verschwindet. Aber auch wieder hier sehr schön. Ich mache mal nochmal ein Bild weg, damit man wirklich alles ein bisschen erfahren erleben kann. Möchtest du die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Ja, ich habe leider keinen Insignien mehr. Aber jetzt wissen wir wie, wo, was, weshalb, warum. Und jetzt steht tatsächlich mein Licht. Ah, nee, es wird schlimmer. Okay. Schau mal wieder vorbei. Naja. Okay. Ah, das war, weil es hier jetzt so dunkel war. Wir gehen direkt in diese Röhre rein. Weil das hatten wir ja schon gesagt. Da. Entschuldige. Oh. Haben wir einen kleinen Bubu. Ich glaube, Bubu heißen die kleinen Tiere. Der in die Röhre hier verschwindet. Doch wo geht er hin? Okay. Können wir hier eigentlich auch durch? Den können wir auch. Ja gut, hier müssen wir durch können. Aber was haben wir hier? Okay. Gut zu wissen. Das ist der Tod. Okay. Ja, Mario. Viel Spaß. Wir folgen den kleinen Bubu jetzt einfach mal weiter und weiter. Mario, das sah aus wie eines dieser Wesen, die uns Professor Goombat gezeigt hat. Ja. Ach nein. Ja gut, das hat ihn nicht viel gebracht. Und gleich gehen die weg. Wie kriege ich das cool hin? So, Panzerschild hat er als neue Technik. Okay. Ich glaube, Powerpanzer geht auf beide. Und ich weiß immer noch nicht, ab wann man dort A drücken soll. Aber so schnell haben wir sie besiegt. Dafür haben wir wieder 2 Blütenpunkte. Ja, verprassen müssen. Und jetzt habe ich den Erstangriff. Prima. Das mögen die Leute eher.
Da ich hier weiß, was ich, wann ich hier cool drücken muss oder auch nicht. Vorführeffekt. Den Powerpanzer zeige ich am besten später. Wir vernichten mal die zwei und haben nochmal drei Sternpunkte, die wir brauchen fürs nächste Level. Und Mario ist damit wieder vollkommen geheilt. Wir gehen mal weiter. Kleiner, habt doch keine Angst vor uns. Friss mich nicht! Nein. Was? Ihr wollt mich nicht fressen? Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Nein. Auf uns reizt. Nein. Wirklich? Puh, da bin ich ja erleichtert. Du bist doch sicher aus dem Wunderwald. Was machst du denn hier? Was? Woher wisst ihr, dass ich, wo ich herkomme? Hä? Bestimmt gehört ihr zu diesen Kursionen und habt mich ein bisschen hier verfolgt. Was ist aus mit mir? Kursionen? Was soll das denn sein? Wir tun dir nichts, wirklich, aber erzähl uns doch bitte, was du weißt. Also gut, diese Kursionen sind in den großen Baum eingefallen, in dem wir leben. Sie haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Hilfe zu holen. Bösartige Kerle haben euren großen Baum überfallen. Vielleicht sind sie ja deshalb die. Vielleicht sind das ja dieselben, die Prinzessin Peach entführt haben. Und nun sind sie im Wunderwald, um das Sternjuwel zu suchen. Jetzt, wo ihr sagt, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber wir müssen überhaupt. Wir wissen überhaupt nichts davon, was die wollen. Würdet ihr vielleicht diese. Frevler bekämpfen und wegen diesem. Ich könnte Bubulia bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor diese Typen es bekommen. Es ist wirklich dringend, bitte. Aus Knopf 2, so. Wirklich, ihr kommt also mit? Aber natürlich, wir werden dich doch nicht einfach im Stich lassen. Außerdem müssen wir das Stanyway unbedingt vor diesen Schurken finden. Vielen Dank, ich bin so froh. Übrigens, ich heiße Bubulio. Also gut, dann führe ich euch jetzt zu unserem Baum. Folgt mir ganz einfach. Hier entlang. Du bist witzig. Übrigens, wenn euch meine Parts gefallen, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Und für einigen, kommentiert auch gerne. Schreibt doch mal, wie ihr jetzt so das Spiel so findet. Einen Moment noch. Worüber habt ihr das Spiel kennengelernt? Bubulia sagt, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Auf der... Ich hab's! Auf der... GameCube? Oder erst bei Switch-Zeiten? Und das war so klar, dass hier... Orden Ausweich erhalten. Marios Verteidigung steigt bei erfolgreichem Action-Kommando um 1. Okay. Gut. Dass man hier jetzt angehen kann, war klar. Man hat es ja schon gesehen. Mein erster Kontakt war tatsächlich mit der GameCube. Da habe ich es nicht selbst gespielt, aber ich habe ein Let's Play gesehen. Durch diese Röhre gelangt man in unserem Wunderwald. Na komm schon, beeilt euch. Und das erste Mal habe ich es über die Switch gespielt und wir sind bei Kapitel 2, der Baum der Bubus. Und die Kursion haben wir auch schon kennengelernt. Vor allen Dingen ihr Lager im Zusammenhang mit Prinzessin Peach, der Wunderwald. Der Wunderwald, ziemlich wunderschön, wirklich. Und unser Sternjuwel findet sich in irgendeinem großen Baum. Ja, war beim Wald, ja klar. Nur noch ein kleines Stück, dann sehen wir schon den großen Baum.
Boomer, auch die Stammesälteste und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester. Also gehen wir. Oh. Ob da jetzt alles wirklich so seine Richtigkeit hat. Irgendwie ist das ein interessantes Farbspektrum, den Boden so schön bunt, aber von außen alles so, ich sag mal, gräulich gehalten. Bitte sind nicht schwarz oder weiß. Na los, in die Arbeit! Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mario finden und ihm die Karte abjagen, die uns den Sternjuwelen führt. Und dann machen wir Mario und seine Kumpanen einfach fertig, oder? Also nach meinen Informationen müsste Mario bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm auf und kriegst dir die Karte. Barbara, was versuchst du eigentlich zu verstecken? Oh, das hier, das habe ich gerade an dem Baum da drüben gefunden. Es ist ein Collier, nicht wirklich wunderbar. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Es ist nicht wirklich wunderbar, so. Also wirklich, hebt doch nicht immer alles von der Straße auf. Abgesehen davon, gibt es wirklich Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeig mir die Zeichnung, die uns Christios von Mario gegeben hat. Was? Ich habe die Zeichnung nicht wirklich. Die wichtigen Sachen nimmst du doch immer. So ein Unsinn. Ich habe sie nicht. Du solltest sie nehmen. Du Versagerin. Willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben? Aber... Oh, die Arme. Brunhilda? Was willst du denn jetzt schon wieder, Roberta? Was? Ein Kerl mit einer Schnauze? Für so etwas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Spar dir das für später. Und was dich angeht, Barbara? Ich kann es wirklich nicht fassen. Du hast die Zeichnung verschlammt. Aber ich glaub mir, ich habe sie nicht. Schweig, du unfähige Hexe! Es reicht! Wie kannst du es wagen, mir auch noch zu widersprechen? Deine Frechheit verdient eine harte Bestrafung! Ja. Und deshalb gehört das Collier, das du gerade gefunden hast, mir. Aber Brunhilda, das ist so ungerecht. Die Arme. Ja, dazu hatte ich auch was gesagt. Und zwar, ein Schiffchen halten. Egal, wer es verwendet. Was ich auch schon gesagt hat, sie wird von ihren Kumpanen ein wenig, wie soll ich sagen, es gab doch noch einen anderen Weg, ja, ein wenig gedisst. Irgendwie konnte man doch, doch, das war richtig. Anscheinend ist sie das bevorzugte Opfer der Schikanen ihrer Schwester. Ob sie wirklich die Zeichnung verschlampt hat? Was für eine Zeichnung überhaupt? Ob sie wohl ein Sandwichkind ist? Sie ist ja eher still. Man hat so gar keine Ahnung, was in ihrem Kopf vor sich geht. Launische Weiber gibt es wirklich überall. Aber diese hier pickt immer nur auf denselben Opfer herum. Schrecklich, oder? Glaubst du, dass sie dafür einen Grund hat? Ah, nein. So gemein. Was ist du, Wurzelzwerg? Verschwinde, du störst. Hörst du schlecht? Du. Ich? Ja, was denn? Ach, egal.
Wir werden sie einfach weiter ignorieren. Und hier haben wir auch sogleich den ersten Speicherblock. Und was ich ja sucht habe, es gab... Ah, okay. Herausgefunden. Auch wenn es nichts bringt, will ich bei euch lieber den Erstangriff haben. Haben wir noch ein Item, das hilft? Power Horse. Ach, der? Ja, lass uns aufleuchten. Nein. Hier Maxi-Beam. Oh, Maxi-Beam lässt den Boden erzittern, schadet alle Gegner. Okay, gucken wir mal, was der bringt und wie er funktioniert. Drücke im richtigen Moment A. Ah. Okay. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Okay. Das habe ich wohl verkackt. Reicht es? Weil mit Beben hat man denen doch Schaden zugefügt. 4 Stück sogar. Ja, es hat gereicht. Prima. Okay, aber sonst sollten wir uns fern von dem halten. Aber es gibt gut Geld. Und interessant, dass hier die Gegner... Oh, ich hab's vergessen zu scannen. Schwarz-Weiß, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu EndGet. Wie immer bekommt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video und links von Foxy kriegt ihr die Playlist. Und in der Mitte von Foxy auf Foxys Bäuchlein könnt ihr mich abonnieren, wenn euch mein Kanal gefällt, wenn euch meine Projekte gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao.